site is closed until further notice. Archaeological field. This archaeological site has been abandoned. Why did Bentcliff come here? Ich sehe, dass da hinten schon was leuchtet. Oh, bitte. The door has been left open. Someone did not care or was in haste. Die Klinge, mit der Mythras die Tauroktonie, die Stiertötung, durchführte, war ursprünglich ein gekrümmter heiliger Dolch persischen Ursprungs. Die Krümmung kann von 5 bis 15 Grad reichen. Der Name des Dolches geht auf das persische Wort Shamshir zurück, das so viel wie Schwert bedeutet. In dieser stark gekrümmten Schwertfamilie fallen der Shamshir, der Krummsiebel, der Talwa, der Kilitsch, das Pulver und der mongolische Säbel. Die Legende des goldenen Dolchs ist ein Schlüsselelement des Mithras-Kultes. Das geht so weit, dass manch einer im Hinblick auf den Dolch vom Heiligen Gral der Mithras-Anhänger spricht. Der goldene Dolch ist jedoch mit einem Fluch belegt, der die Unwürdigen in den Tod stürzt, die es wagen, ihn zu berühren. Der Mithras-Kult war eine geheimnisvolle Religion, die vom 1. bis zum 4. Jahrhundert nach Christus im Römischen Reich praktiziert wurde. Der Name des persischen Gottes Mithra, von dem Griechen als Mithras übernommen, war verbunden mit einer neuen und ausgeprägten Bildsprache. Der Mithras-Kult zeichnete sich unter anderem durch ein kompliziertes System von 7 Initiationsstufen mit rituellen Mahlzeiten aus. Die Initianten trafen sich im Untergrundtempeln, sogenannten Mithräen, von denen es zahllose gab. Das berühmteste Bild von Mithras zeigt ihn, wie er aus einem Felsen geboren wird und einen Stier tötet. Tauroktonie. Mhm. Hier haben wir noch was. Und die leeren Kokosnüsse, mit denen sich die Geräusche von reitenden Pferden nachahmten. Ein weiteres seltsames Ritual für die alten Götter, um die bösen Geister fernzuhalten. Wenn die Menschen spürten, wie das dunkle Auge auf ihnen lastete, warfen sie all ihre Wertsachen ins Feuer. Schwarzafrikanische Stämme verbrannten Früchte, während die reichen Familien im antiken Rom keine Kosten scheuten und Silber oder Zinn schmolzen. Aha. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, ob solch wertvolle Opfergaben danach zusammen mit der Asche entsorgt wurden oder ob man sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwendete. Das ist ja spannend. Nee, mehr kann ich mir hier nicht ansehen. Aber hier. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Oh, cool. Die Anhänger von Mithras gingen ihrem Glauben heimlich nach. Im Alltag beteten sie gewöhnlichere Gottheiten wie Juno oder Neptun an. Die Mithras-Tempel befanden sich im Normalfall unterhalb von Tempeln anderer Götter. Die Mithras-Anhänger bezogen sich häufig auf ihre traditionellen Götter, um Zugang zu ihren Mithräum zu erhalten. Das Mithräum im französischen Dio ist ein interessantes Beispiel, denn dort befand sich der Eingang zum Tempel unterhalb der Statue, einer Statue der Diana. Der Eingang wurde höchstwahrscheinlich durch einen raffinierten Stein und
Seilmechanismus sichtbar. Der Mechanismus selbst wäre womöglich niemals entdeckt worden, wenn er nicht durch einen Wassereinbruch zerstört worden wäre. Dabei wurde auch der Weg hinunter in das Mitraeum freigelegt. Mithras Tempel gibt es in Rom, Ostia, Numidien, Dalmatien, Britannien sowie entlang der Rhein-Donau-Linie. Seltener, aber immer noch vorhanden sind sie in Griechenland, Ägypten und Syrien. Aha. Was mich interessieren würde, ist, ob das alles wahr ist. Das kann ich mir nicht ansehen. Ist ja doof. Das schauen wir uns genauer an. Ein Zyklop. Vulcan, the god of fire and metalworking. The Cyclops. A one-eyed creature helping Vulcan at the forge. Spannend. Also ich meine, ich bin jemand, ich lese mir keine, also ich gehe jetzt nicht hin und lese extra ein Buch über Mythen, meine ich. Aber wenn ich ein Buch lese, zum Beispiel, was ich sehr mochte, war die Reihe von den Herren der Unterwelt, fand ich das total geil. Oh, warte. Fand ich das total cool, wenn ich... wenn da irgendwelche, ne, irgendwelche Götter erklärt wurden und sonstiges. Das war total spannend. I don't need the ropes for now. Mhm. Aber gut, dass sie hier liegen. Da. Vielleicht von hier? Excavating tools, a bucket, shovel, and brush. Das heißt, wenn hier so Informationen sind über irgendwelche antiken Gottheiten und so. Construction hooks. Construction hooks. Ah, da muss ich bestimmt nachher mit einem Seil und einem Haken was basteln. Minerva. Warte, gucken wir uns von vorne an. It is a statue of Minerva. Mhm. Wer bist du? Ach, die kann ich mir nicht angucken. Nein, nur Minerva und Neptun. Neptune, the god of the sea. Taurus. It is a broken statue of a bull. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city.
The gastrophets were used with ropes and hooks for sieges. Das merken wir uns. The door has been left open. Someone did not care or was in haste. Noch ein Mithras Buch. Calvin, Hobbs und du kommt euch wohl sehr witzig vor. Ich musste auch wirklich lachen, als ihr Miss Durkins Notizen über das Hadrians Tor eingefroren habt. Aber da bald die Prüfungen anstehen und weil du das sogenannte Gehirn eures wundersamen Duos bist, warne ich dich. Fasst meine Gastrophetes, die antike griechische Armbrust, und nicht ein Mittel gegen Blähungen, wie du wohl angenommen hast, nicht an. Sonst erzähle ich Mr. Wormwood alles, was sie in den letzten beiden Jahren getrieben hat. PS, ich habe Hobbs Thunfisch-Sandwich gegessen. S. Biddle. Sehr geehrter Lord Blackmore, der Direktor der Thermen, Sir Gregory Pitkin, war zu Beginn, als ich hier angefangen habe, ein Ärgernis. Nachdem sie jedoch eingeschritten sind, hat er sich zum Besseren entwickelt und ist jetzt durchaus eine Hilfe. Bisweilen kann es natürlich vorkommen, dass Menschen seines Schlages mit einer Arbeit von solch großer Bedeutung nicht umgehen können, weil ihnen die nötige Vision fehlt. In wenigen Wochen hoffe ich, Ihnen eine gute Nachricht aus den Thermen von Strand Lane überbringen zu können. Ich stehe nämlich kurz vor der Entdeckung eines großartigen archäologischen Artefakts. Eines Artefakts, das auch von Ihrer Partei auf dem politischen Parkett eingesetzt werden könnte, um die Stärke unseres unserer Vorfahren eindrucksvoll darzulegen und das Königreich vor jeglichen Gefahren zu schützen. Hochachtungsvoll, Sir Rodney Bentley. The gastrophets were used with ropes and hooks for sieges. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow.